auf Gefechtsstation. Servus, willkommen zurück zu World of Warships. Wie angekündigt, das Replay in der Yoyang, wo ich auch mit dabei bin, hier in der Anchorage. Yoyang wird hier von Psylox gefahren. Und ich hatte ja in den Replay mit der Anchorage gesagt, dass ich die jetzt ein paar Mal gefahren bin. Und das ist hier eins von den Matches, welches auch relativ spannend wurde. Das geht auch über 20 Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Für mich war es relativ langweilig, am Ende zumindest. Deswegen habe ich das hier nicht genommen, um euch die Anchorage zu zeigen. Aber wir schauen mal. Wir haben hier ein Tier 8 bis 6 Match, das heißt, wir sind Top-Tier. Generell auch vielleicht mal so der Hinweis, unterschätzt Tier 6 Schiffe nicht. Es gibt viele Tier 6 Schiffe, die haben arge Probleme gegen Tier 8er, klar. Also hier eine Gokase, eine Belaris, also das macht keinen Spaß, in diesen Schiffen gegen Tier 8 zu kämpfen. Aber so Schiffe wie hier eine Farrakut zum Beispiel oder auch eine Ismael haben nicht unbedingt die Probleme gegen Tier 8er. Klar, ihr müsst vorsichtiger spielen, aber die Farrakut hat eine sehr gute HE-DPM und da könnt ihr ordentlich Schaden durchbekommen als Tier 8 Zerstörer und auch die Ismael, die hat sehr gute Geschütze. Sollte man nicht unterschätzen, nur weil die meisten Ismael-Kapitäne nicht wissen, dass er mit den Dingen keine Breitseite zeigt, heißt nicht, dass es ein schlechtes Schiff ist. Ja. So viel dazu, wir haben hier auch ein CV-Game, was sehr unglücklich ist, vor allem weil unser CV noch AFK ist, das heißt wir haben hier am Anfang nicht den Early Spot, was natürlich nicht so schön ist, vor allem weil der Gegner den Early Spot hat. Psylox fährt das hier erstmal defensiv an, gucken was hier ist, erstmal hier den Hintern rausschauen lassen und gucken ob hier irgendwas aufgeht, wir wissen schon die Mainz kommt hier rüber. Die Karte ist ein bisschen ungünstig, weil er halt hier über die neuen Erzählungen nicht so gut spotten kann. Schlachtschiffe bleiben sehr lange unerkannt, wenn sie hier diese Insel als Deckung nehmen. Aber wissen die Ashitakas hier, Leningrad ist hier. Das bedeutet, die Zara ist auch hier, die ist mit der, genau, die ist mit der Leningrad in der Divi. Müssen wir ein bisschen jetzt aufpassen, gerade als Zerstörer wollt ihr nicht unbedingt von der Zara aufgehen. Das Gute ist, die Leningrad hat keinen besonders guten Tarnwert, die outspotten wir. Wir könnten jetzt hier überlegen, auch schon Hydro anzuzünden, Hydro zu zünden. Einfach, falls die Leningrad hier diesen Spot getoppt hat, das wäre durchaus möglich. Aber scheint sie nicht gemacht zu haben. Genau, wir reversen jetzt hier einfach weiter in den Gegner rein, gucken, vielleicht, dass wir die Leningrad nochmal aufkriegen. Wir können nicht unbedingt gegen die Leningrad jetzt einen Gunfight führen, weil die Mainz da ist. Wäre das Problem, wir haben hier eine Ashitaka als Gegner und nur die Newmax als Schlachtschiff. Ja, die Tirpitz kommt hier rüber. Was ganz gut ist, weil wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Hilfe gegen die Ashitaka. Ashitaka ist ein... Ich meine, es ist ein Amagi-Rumpf. Halt auf Tier 7 angesetzt, also mit ein bisschen weniger Lebenspunkte und... Ich glaube auch eine schlechtere Streuung. Aber die 410mm Kanonen darf man nicht unterschätzen. Also die Ashitaka ist ein bisschen stärker als eine Nagato. Und eine Nagato ist ja schon nicht zu unterschätzen. Grundsätzlich zu Luoyang kann man vielleicht sagen, es ist eine Benson, wenn ich mich recht erinnere. Genau, müsste eine Benson-Klasse sein. Der große Unterschied ist, dass wir hier ein 5,5 km Hydro haben. Was natürlich mega nice ist, zusammen mit dem Nebel. Und die Idee ist ja eigentlich mit der Luoyang zum Beispiel Caps zu contesten. Den gegnerischen Zerstörer mit den Hydro aufzumachen, während man halt selbst im Nebel steht. Ist jetzt hier schlecht, weil wir keine Caps haben, klar. Sieht auch so aus, als ob die... Ja genau, die Mainz nimmt Torpedo mit. Sehr schön. Aber die Luoyang ist jetzt im Hydro drin. Leider kann keiner so wirklich drauf schießen. Ich weiß nicht, ob ich drauf schieße gerade. Weil ich stehe ja hier noch an dieser Insel, um einfach den Nebel noch zu sparen. Aber genau, ich bewege mich jetzt auch. Ich muss jetzt hier langsam mal die 910er hoch. Ja, zwei Gegner sind schon raus. Die Farragut und die Gokase. Wir müssen jetzt hier tatsächlich mal schauen, dass wir jetzt auch gegen die Leningrad ein bisschen Schaden machen. Die Mainz hat gewartet, bis die Mainz in der Insel ist.
Ist natürlich durchaus sinnig. Leningrad hat eine ganz gute Gunpower. Als T7er ist ein. Ja, ist ähnlich wie die Minsk. Ich glaube, wir müssen die gleichen Geschütze sein wie die Minsk, nur die Torpedos sind ein bisschen besser. Aber Malz geht raus, sehr schön. Leningrad schießt auch AP, interessant. Aber wir machen jetzt da ein bisschen Schaden drauf. Und gucken, dass wir jetzt hier diese Flanke gewinnen. Sehr schön ist auch, dass die Ashitaka da am Weghalten ist. Der sieht, dass hier zu viele Schiffe kommen. Was nicht so schön ist, dass hier die Shinome jetzt in das gegnerische Cap reinfährt. Das ist so eine Sache, ja, verstehe ich nicht so ganz. Weil, überlegt doch, oder generell, was passiert denn jetzt in der Zukunft? Die Ismael schneidet ihr gerade den Rückzug ab. Die Leningrad kommt jetzt hier von der Seite rein und kann sie womöglich da rausdrücken. Und wohin will dann die Shinome noch fahren? Kann nur hier oben nach hier oben fahren, wo halt auch nicht mehr im Endeffekt wegkommt. Zumal es ist unglaublich unpraktisch, das Cap zu nehmen, wenn CV da ist. Und unser CV, warum fliegt der CV da oben rum? Das ist totaler Blödsinn. Anstatt einfach mal so ein bisschen Support zu geben. Aber ja, wir beruhigen uns. Es ist alles gut. Die Ismail hat da ganz schön viel Schaden genommen. Das meine ich. Zeigt nicht mit der Ismail Breitseite. Aber so langsam werden jetzt hier auch gleich unsere Schiffe sterben. Weil wenn ihr mal guckt, so viel HP ist da nicht mehr. Die Nagato hat nur noch 9000 HP. Unsere Krom sieht nicht mehr so gut aus. Die Belaris ist fast tot. Die King George hatte auch nur noch, ich glaube, 15.000 oder so gehabt. Schwierig. Und hier sind halt relativ noch HP-technisch gute Gegnerschiffe dabei. Und die Shinome wird da jetzt rausgehen. Wir sehen auch hier, das Cap ist geblockt. Ja klar, Shinome nebelt sich, weil die Leningrad wird ja jetzt nicht da den Nebel pushen. Das wäre ja total dämlich. Ja. Und das war die Shinome. Das meine ich mit Zara gegen Zerstörer. Die SAP ist sehr wirkungsvoll. Aber die Ismail sollten wir da eigentlich theoretisch rauskriegen. Hoffe ich zumindest mal. Das ist übrigens halt so ein Job vom CV. Solche Schiffe rauszunehmen. Weil anscheinend fliegt er die Ismail an, aber ich glaube nicht, dass er die mit den Bomben rauskriegt. Ja, schwierig. Wir sehen das hier auch tatsächlich den Unterschied, wie man eine Flanke spielt, die verloren ist oder verloren geht. Hier oben, Ashitaka Zara am Weghalten. Wir müssen den hinterherfahren. Wir nehmen Schaden. Auf jeden Fall, wenn wir da reinpushen. Und grundsätzlich sind die in einer besseren Position. Und es ist sehr schwer, die Schiffe da rauszukriegen. Gerade Schlachtschiffe, die eine Heilung haben. Oder Schlachtschiffe haben ja alle eine Heilung. Oder auch Kreuzer, die eine Heilung haben. Zara hat mit den Nebel, kann sie immer mal wieder unsichtbar werden. Ist auch sehr schwer rauszukriegen. Klar, ein Lucky Shot auf die Zara gibt halt eine Zitadelle. Die ist nicht so gut gepanzert. Aber wir müssen den hinterherfahren. Und gerade die New Mexico nimmt einen sehr langen Weg. Erstmal okay. Die Tirpitz tritt das hier in die Mitte ab. Das ist auch noch okay. Problematisch ist halt hier unsere Flanke. Das sind jetzt gerade alle Schiffe gestorben. Belaris ist gestorben. Krom ist gestorben. Nagato ist gestorben. Das ist halt nicht überraschend. Aber ich denke, genau, wir kriegen die Dings hier raus. Die Leningrad. Das Problem ist, guckt euch mal hier unsere King George an. Guckt euch, das hier war die Nagato. Schaut euch die Nagato an, wie die stehen. Die stehen halt beide, oder standen beide im Falle der Nagato nose in. Und sind da halt einfach rausgefarmt worden. Und gerade gegen eine King George, die halt sehr viel HE schießt, ist das nicht die beste Position, nose in zu stehen. Weiß jetzt vielleicht auch unsere King George. Nebelwand gelegt. Ist halt sehr ungünstig jetzt. Also wir haben jetzt da sehr viel Schiff verloren. Jetzt ist die linke Flanke offen. Unser CV ist halt auch ein sehr guter Stratege, würde ich sagen. Weil auch hier wieder so ein bisschen predikten, was die Zukunft oder wie die Runde sich zukünftig entwickelt. Wenn doch hier alles von mir stirbt, was werden dann diese Schiffe machen? Ja, sie werden höchstwahrscheinlich in unser Cap reinfahren. Ist es dann eine gute Idee, mit seinem CV vorne zu stehen? Ja, eher nicht so, denke ich. Das Ding ist, jetzt kommt es so zum kleinen Wettrennen. Wer kann halt das Cap
schneller nehmen vom Gegner. Grundsätzlich wird halt Druck aufgebaut, wenn jetzt zum Beispiel die Cargo hier reinfährt, wenn das U-Boot hier reinfährt, muss ein Schiff zurück und das wird hier auch Psylox in der Luoyang machen. Das ist halt unser Vorteil. Wir haben noch die Luoyang, sehr starken Cap-Contester. Und der Gegner hat halt eine Cargo noch, die halt nicht so stark ist im Cap-Contest. Ist eigentlich eher ein Torpedoboot oder es ist ein Torpedoboot, die eigentlich nicht unbedingt so auf die Caps spielen will. Zumindest will sie nicht gegen eine Luoyang kämpfen. Der Nachteil ist halt offensichtlich, wir verlieren halt den CV, während halt der gegnerische CV uns immer wieder resetten kann im Cap. Können wir da halt nichts mehr machen. Chachor fährt halt auch Open Water auf ein Schlachtschiff drauf. Steht übrigens auch im Kreuzfeuer. Ja. Vollkommen überraschend ist er da gerade geplatzt. Nice. Richtig gut. Aber ja. Grundsätzlich ist aber noch alles offen. Das ist halt genau das. Also am Anfang sah die Runde sehr sicher aus, dass wir das gewinnen. Dann sind aber alle unsere Schiffe hier gestorben. Und jetzt sieht es halt sehr gut für den Gegner aus. Ich würde sagen, der Gegner ist hier sehr stark im Vorteil allein, weil wir halt jetzt die Ranger verlieren. Und auch die New Mexico sollte da eigentlich gegen Ashitaka und Zara rausgehen. Ich kann damit der Anchorage wenig machen. Das ist halt das Problem bei Nebelkreuzer. Ihr seid nicht so stark im Push. Ihr wollt auch hier wieder, dass Leute in euch reinpushen. Ziel für uns ist jetzt hier Tirpitz und mir hier die King George rauszukriegen. Und Psylox muss sich jetzt hier um die Base-Verteidigung kümmern. Kagoro ist nicht so das Problem, wie schon gesagt. Wir haben auf der Luoyang zwar diese blöden amerikanischen Bögen, womit ja Treppen nicht ganz so einfach ist, aber ja, auf 6 Kilometer ist es relativ easy. Ja, ihr seht, Kagoro nimmt da sehr viel Schaden. Ja, Hydro an. Problem ist, dass das U-Boot jetzt hier irgendwo sein wird und dass, wenn die King George schlau ist, gleich hier eine Salve drauf schießen wird und nicht auf die Türkis schießen wird. Ja, aber es wäre halt nicht World of Warships, wenn nicht eine King George im Nahkampf gegen eine Türkis gewinnen würde. Das ist halt auch wieder so ein bisschen lachhaft. Also, ich weiß gar nicht, wodurch die Tirpitz da so viel Schaden genommen haben. Ob das eine Salve von der Ashitaka war, glaube ich aber nicht. Ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich, dass da die Tirpitz rausgegangen ist. Zumal hier noch eine North Carolina irgendwo rumfährt, die, wenn ich mich recht erinnere, noch gut HP hatte. Hier oben ist jetzt eine Ashitaka gegen eine New Mexico, was eigentlich auch die Ashitaka gewinnen sollte, ohne Probleme. Ja. Von Punkten sind wir hinten und halt das Schlimmste ist, dass wir kein CV mehr haben. Was halt ein klitzekleines Problem ist. Wir müssen jetzt hier wieder auf Fehler des Gegners vertrauen. Ja, U-Boot weiß nicht, dass eine Luoyang Hydro hat. Und taucht da auf. Ist, glaube ich, auch gebeacht. Ich weiß gar nicht, können U-Boote beachen? Nennt sich das Beachen? Ja, auf jeden Fall geht er jetzt da raus. Hoffe ich zumindest. Ja, sollte aber rausgehen. Ja, er brennt noch. Sollte jetzt da rausgehen. Ich werde jetzt hier oben das gegnerische Cap blocken, um auch hier einfach ein bisschen Druck auf den Gegner aufzubauen. Und halt versuchen, da so lange wie möglich am Leben zu bleiben und schauen, dass da die Ashitaka rausgeht. Wir sind jetzt gespottet. Die Kagero hat einen besseren Tarnwert als wir. Ja, okay. Das war jetzt ziemlich ungünstig von ihm. Da sind wir jetzt dabei. Fehler vom Gegner. Kagero hätte einfach wegfahren müssen. Die Kagero gewinnt keinen Zweikampf gegen Luoyang. Vor allem nicht dann, wenn die HP so steht. Wäre ich als Kagero noch full life gewesen, dann hätte ich auch gegen die Luoyang gekämpft. Aber nicht, wenn wir annähernd gleich viel HP haben. Genau, was meine ich hier? North Carolina ist noch full life. Ist jetzt tatsächlich so ein Ding, wo wir uns jetzt ein bisschen drüber streiten können, ist, wie sinnvoll es ist, von der Norca jetzt hier in das Cap reinzufahren. Meiner Meinung nach ist das relativer Blödsinn. Weil die North Carolina weiß, dass wir hier sind als Luoyang.
Und es gibt keine Möglichkeit, die Norka, die Luoyang zu spotten, außer die Luoyang misplayed oder sie will gespottet werden. Es besteht allerdings immer halt die Gefahr, dass Torpedos kommen. Wir haben hier auf der Luoyang 9,2 Kilometer Torpedos. Ich meine, es sind Benson-Torpedos. Müssten Benson-Torpedos sein, ja, vom Schaden her. Wir haben 300 Meter weniger Reichweite. Aber die amerikanischen Torpedos machen ganz gut Schaden. Und sie gehen halt auch relativ, also relativ spät auf, ist das falsche Wort. Sie haben einen mittelmäßigen bis guten Tarnwert. Also insgesamt ist dieses Paket, was die amerikanischen Torpedos haben, was aus Reichweite, aus Schaden und Erkennbarkeit, ist halt sehr gut. Und meiner Meinung nach sind das auch mit die besten Torpedos. So, jetzt hat er einen Permabrand. Und das meine ich halt. Deswegen ist es halt relativ unsinnig, hier in das Cap zu fahren. Zumal die Norka auch das Cap nicht bekommt. Weil die Luoyang es ja immer resetten kann. Wir cappen jetzt hier das gegnerische Cap. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Zum einen, weil ich da noch einen Nebel hatte und dadurch halt im Nebel stehen konnte. Und das Cap lange Zeit halten konnte. Und es funktioniert halt vor allem, weil die Ashitaka weiterhin wegfährt. Es ist sehr, also es ist relativer Blödsinn, was die Ashitaka da macht jetzt. Er hat es sehr gut gemacht, dass er hier weggekaltet ist. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit beim Kalten, ist zu entscheiden, wann ihr aufhören müsst zu kalten. Weil kalten bedeutet nicht, oder was viele immer falsch verstehen, ist, kalten bedeutet nicht, dass ihr hoch in die A-Linie und die, oder in die J-Linie fahrt. Sondern kalten bedeutet erstmal nur diese Position mit dem Arsch zum Gegner und den Abstand beizubehalten. Aber in dem Zeitpunkt der Runde macht es keinen Sinn mehr, für den Gegner wegzukalten, weil der Gegner muss was machen. Und das ist halt hier in erster Linie das Cap zu verteidigen oder Schiffe rauszunehmen, um das mal ganz simpel auszudrücken. Und es macht für die Ashitaka keinen Sinn, weiter wegzufahren. Sie will näher dran, um besser zu treffen. Das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, gerade wenn ihr neue Spieler seid und ihr merkt, ihr macht mit dem Schlachtschiff nicht so viel Schaden. Oder anders gesagt, neue Spieler stehen in der Regel mit ihren Schlachtschiffen zu weit weg. Und es gibt ja keinen Grund mehr. Die Ashitaka kann ja auf die New Max drauf fahren. Angewinkelt, alles easy. Sie ist halt auch vom Rumpf her ein Tier-8er. Das darf man auch nicht vergessen. Und selbst so ist sie halt eine Stufe höher angesetzt. Ich wette jetzt auf Breitseite gegen die New Mexico, dass die New Mexico halt sehr viel Schaden machen kann. Ja, es ist blödsinnig. Auch der CV vom Gegner ist relativ blödsinnig, was er macht. Er resettet mich jetzt hier, er greift mich die ganze Zeit an. Das ist, ja, das Problem ist, zum einen die Anchorage als Achter hat eine bessere Flugabwehr, allein auch als es ein Kreuzer ist, eine bessere Flugabwehr als die New Mexico. Ja, und wir sehen es jetzt hier. New Mexico hat jetzt die Ashitaka rausbekommen, wegen der Breitseite. North Carolina guckt in die falsche Richtung, sodass jetzt hier Psylox auf sie farmen kann. Damit ist jetzt auch resettet. Und wird halt rausgehen. Also hier 3000 HP runter zu farmen, ist kein Problem. Und selbst wenn jetzt Psylox hier rausgehen würde, die Norka überlebt das. Wir bekommen halt jetzt hier oben das Cap. Und das liegt halt vor allem daran, weil, wie gesagt, die Ashitaka da nicht draufgefahren ist, da weiter weggekaltet ist oder sogar noch Breitseite gezeigt haben. Und was ich vorhin sagen wollte, der CV. Klar, der CV resettet mich die ganze Zeit. Aber ich bin das schwierigere Ziel anzugreifen. Er verliert natürlich mehr Flugzeuge, auch wenn das lachhaft ist, wie wenig Flugzeuge die Seraph verliert. Aber egal. Anstatt, dass der die Seraph der Ashitaka geholfen hätte, die New Mexico rauszubekommen. Mit den Torpedos und der schlechten Flugabwehr der New Mexico wäre es den beiden höchstwahrscheinlich, oder mit Sicherheit, also außer man missplayt da, wäre es kein Problem gewesen für die beiden, die New Max rauszunehmen. Und wenn die New Max raus ist und die Ashitaka wäre noch da gewesen, dann kann man mich halt immer noch rausnehmen. Und klar ist es wichtig, dass ich resettet werde, aber er braucht mich ja nicht mit jedem Anflug resetten. Zumal auch die Ashitaka mich resetten kann. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
Das ist einfach eine falsche Priorisierung. Klar, Cap gegen den Gegner. Aber es macht halt keinen Sinn, weil er mich eh nicht rauskriegt. Zumal, wie gesagt, Nebelkreuzer und so weiter. Andere Alternative wäre halt gewesen, die Norka zu unterstützen, um die Luoyang zu spotten. Auch das war ja klar, dass die Luoyang ja nicht mehr so viel AP hatte. Aber egal. War eine ganz spannende Runde, zumindest als wir sie gespielt haben, weil sie halt nicht offensichtlich gewonnen war. Jetzt hat am Anfang ausgesehen wie halt ein Stomp. Hat sich aber dann noch ganz gut entwickelt. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine ganz coole Runde. War auch, glaube ich, auch auf der Karte mit Bliskavica und Belfast, wenn ich mich recht erinnere. Die war ähnlich. Egal, ich verlinke es euch oben in der Infokarte. Könnt ihr da mal reinschauen. Genau, gucken wir nochmal in das Scoreboard. Ja, hier auch vollkommen verdient auf Platz 1. Und wir werden gleich sehen, da hat, glaube ich, die Cargo fast alleine rausgenommen. Das U-Boot rausgenommen. Ich komme hier auf den zweiten Platz mit 1,4 Basic XP. Ist halt nicht wahnsinnig viel. Aber ihr seht halt auch, dass unser Team relativ da reingeschissen hat. Viele haben halt unter 1000 Basic XP. Und wie gesagt, das ist halt ein Sieg gewesen. Also hier 800 ist halt nicht so wahnsinnig gut beim Sieg. Und ich hatte halt auch nicht so viel Schaden. Ich weiß gar nicht, was ich an Schaden hatte. Grundsätzlich halt Gegner hat das halt, ja, das Game ja aus der Hand gegeben, würde ich sagen. Aber das hatte ich ja im Gefecht erzählt. Bin hier mal auf den detaillierten Report. Genau, 11.000 Schaden auf die Kagero, 10.000 aufs U-Boot. Also nicht ganz die Kagero. Ja, ansonsten halt so ein bisschen Kleckerschaden. Man sieht hier auch mal wieder sehr schön, wie wichtig es ist, dass halt Zerstörer ins Late Game kommen. Dass auch HP wichtig ist, im Late Game noch zu haben. Gerade wenn ihr halt so Gunboot seid. Also, ob jetzt die Luoyang Gunboot ist, schwierig. Ich würde sie definitiv auf Guns stellen. Ich habe, glaube ich, den Kapitän nicht. Wir haben aber in der Runde gesehen, dass Swift in Silence geskillt war, wenn ich mich recht erinnere. Auch interessant. Mal gucken. Wenn ich den Kapitän habe, dann blende ich euch den am Ende ein. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao.